In diesem Video nehme ich euch mit zu einer Hausübergabe von ausziehenden Mietern. Ich habe auch gleichzeitig die Gelegenheit genutzt und 360 Grad, also 3D-Aufnahmen von dem Objekt gemacht und den 3D-Rundgang dafür erstellt, bevor neue Mieter einziehen. Wie sowas ausschaut und wie so ein virtueller Rundgang gemacht werden kann, schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Let's get into it! Der Lukas Show Episode 15. Mein Name ist Lukas als Immobilieninvestor und Landlord in der Region Philadelphia an der Ostküste der USA. Halte ich euch auf diesem Kanal auf dem Laufenden, welche Objekte ich kaufe, wie ich sie entwickle und wie ich mit meiner Firma in verschiedene andere Objekte hier investiere. Also, wenn euch das gefällt, lasst mir auf jeden Fall ein Like da hier unten, abonniert den Kanal und dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Immobilien und Investments in den USA. Auf geht's, steigen wir ein in unser heutiges Thema. Und zwar geht es hier um eine Hausübergabe in den USA. Der Hintergrund, ein junges Pärchen zieht aus einem Doppelhaus aus und ich mache nochmal die Aufnahmen zum Dokumentieren, wie das Haus ausschaut, wie das im Zustand ist, bevor neue Mieter einziehen. Und das schauen wir uns jetzt an. Heizraum. Klassisch, klassische Heizung, Gas. Küche, Herd, alles da, sieht gut aus. Das sind die kuscheligen Mieter gewesen. Dritte Etage. Fußboden ist schön. Großes Schlafzimmer. Begehbare Kleiderschrank. Guck mal. Badezimmer. Zwei Bedrooms, zwei Bäder. Oh. Kleiner Garten hinten raus. Und Office. Also hier nochmal kurz ein Überblick über die Umgebung. Das sind Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, das ist eine nette Gegend. Süße Häuser, alle im selben Stil. Und in dem Haus hier haben wir jetzt zum Beispiel drei Schlafzimmer und zwei Bäder. Also ein Schlafzimmer nochmal in den USA ist definiert, dass es eine Fluchtmöglichkeit durchs Fenster geben muss, beziehungsweise eine Einstiegsmöglichkeit für die Feuerwehr. Und der zweite Punkt ist ein Kleiderschrank, der im Haus bzw. in diesem Zimmer verbaut ist. Und das ist per Definition ein Schlafzimmer. So, hier sind wir im Eingangsbereich. Süße Tür, alles schön gemacht. Hier sehen wir haben eine Heizung, eine Lüftungsanlage und eine Klimaanlage. Und der Fußboden sieht schön gemacht aus. Vinylholz, glaube ich, sogar aufbereitet. Sieht gut aus. So steht das Ganze schön da. Jetzt sind wir im Wohnzimmer. Das hier ist der Essbereich oder Esszimmer. Und direkt mit angeschlossener Küche. Die Küche schaut gut aus. Großer Kühlschrank, neuerer Herd, Gasherd und hier eine Mikrowelle und der Geschirrspüler. Granit-Arbeitsflächen. Und die Küche sieht sehr, sehr gut aus. Also es ist hervorragender Zustand. Also in den USA ist es relativ unüblich, dass Leute ihre eigene Küche mitbringen. Die Küchen gehören in dem Normalfall dem Vermieter. Dann haben wir hier hinten den Kellerabgang, beziehungsweise ist jetzt nicht wirklich ein Keller, sondern es ist ein ausgebauter Keller. Aber wie gerade eben schon erwähnt, zählt das Ganze hier nicht als Wohnraum, weil ein beleibter Feuerwehrmann nicht durch diese Fenster reinkommt, beziehungsweise man schwer da rausflüchten kann. So, dann sehen wir auch hier schon den Laundry Room. Hier haben wir Trockner und Waschmaschine. Vom Vermieter wird es gestellt. Das steht auch alles gut da und ist ordentlich hinterlassen worden.
das Badezimmer im Keller. Da ist auch sonst wenig Platz für ein zweites Badezimmer in diesem kleinen Haus. Ich glaube, das sind 1200 Square Feet. Aber ist ein vollwertiges mit Badewanne. Eigentlich ganz gut hier unten. Schönes Office bzw. Fernsehraum oder was man da auch machen möchte. Gehen wir mal nach oben. So, jetzt sind wir oben in der zweiten Etage. Hier haben wir 1, 2, 3 Schlafzimmer und hier hinten haben wir ein kleines Badezimmer oder auch das große Badezimmer, je nachdem. Ja, das ist jetzt hier ein kleines Schlafzimmer oder Nursery, also Wickelraum oder wie auch immer. Hier haben wir per Definition, wie gesagt, das ist ein eingebauter Kleiderschrank und wir haben ein Fenster, also ist es ein Schlafzimmer. Dann haben wir hier noch ein Schlafzimmer. Das ist ein etwas größeres Schlafzimmer. Wirkt auf jeden Fall sehr gut, sehr hell. Dann haben wir noch, wie gesagt, wieder einen Kleiderschrank, in dem Fall begehbarer Kleiderschrank, auch schön. Und hier haben wir das Badezimmer und das dritte Schlafzimmer hier. Ja, sehr gut. Das Haus schaut doch ganz gut aus, oder? Und so kann man eine 3D-Tour machen, oder was meint ihr? Lasst mir ein Like da, wenn euch das gefällt und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine von diesen Touren, beziehungsweise schreibt mir Scan, S-C-A-N, unter das Video. Und wenn ich da genügend Anfragen habe, dann mache ich euch auch ein Video, wie man solche Aufnahmen stellt und wie man damit Geld verdienen kann. Zurück zum Thema. Nochmal hier mal das Dollhaus. Das ist das Haus von draußen. Und hier sieht man auch schön die 3 Etagen. Und die können wir uns auch als Floorplan von oben anschauen. Das ist der dritte Floor, also die 2. Etage sozusagen. Dann haben wir hier den Eingangsbereich. Da ist der Eingangsbereich. Hier mal schön einen Anker liegen. Das Esszimmer, die Küche. Das ist der Keller. Hier mal den Waschraum, das Badezimmer. Und das ist dann das Dollhaus dazu. Sieht doch toll aus, oder? Auf jeden Fall spannend. Ich habe euch auf die Tour mitgenommen, die 360-Grad-Tour durchs Haus. Ihr habt gesehen, was das für ein tolles Haus ist. Ein süßes kleines Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir ein Like da. Dann sieht der YouTube-Algorithmus, dass das Video von Interesse ist. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr, was ich hochlade, zum Thema Immobilien und Investments in den USA. Wir setzen solche Modelle natürlich für den Mieterwechsel ein, das heißt zum Dokumentieren des Zustands vorher und nachher, vor dem Einzug, nach dem Auszug. Und so hat man auch gleichzeitig einen Beweis, falls es irgendwo mal Diskussionen gibt über die Steckdose war schon nicht mehr dran oder das Fenster war schon kaputt oder der Schlatz oder der Riss war schon in der Wand. Solche Probleme und Diskussionen räumt man mit den Aufnahmen natürlich gleich im Vorfeld aus dem Weg. Ebenso ist es interessant für Handwerker. Man kann Handwerker sich Quotes, also Angebote einholen von Handwerkern, ohne die Leute 10-mal ins Haus lassen zu müssen, die schleppen Dreck rein und was auch immer. Sondern man kann sagen, okay, schau es dir an, das sind die Wände, so und so, das muss gemalert werden oder das und das ist das Problem und gib mir mal bitte einen Kostenvoranschlag zu dem Thema. Für Versicherungen ist es auch interessant, um einen Schadensfall zu dokumentieren, um zu sagen, okay, das war der Brand oder was auch immer. Also die Einsatzmöglichkeiten von diesen Aufnahmen sind auf jeden Fall vielfältig. Dann habt ihr bis zum Schluss durchgehalten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.